Die Zuckerrübenernte in Niedersachsen hat begonnen. Nach ersten Schätzungen geht die Branche von leicht sinkenden Erträgen aus. Nach Angaben des Landvolks gibt es je nach Standort große Unterschiede in den Rübenbeständen. Die Ernte der Rekordrübenjahre in 2011 und 2012 konnte nicht erreicht werden. Der Grund sei das bisherige Wetter und die Entwicklung auf den Feldern. Die Lager seien noch mit Zucker aus den Vorjahren gefüllt. Die Anbaufläche sei deswegen um 10.000 Hektar auf 90.000 Hektar reduziert worden.